Moin und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. In der letzten Folge waren wir am Grab von Sarah und als ich gerade den Spielstand geladen habe, tauchten hier auf einmal zwei Wölfe auf und haben mich erstmal erlegt. Naja gut. Wo müssen wir jetzt hin? Wie geht es weiter? Wir müssen wieder zurück. Fahre zur Position auf der Suche nach etwas. Okay, das ist natürlich auch noch ein Gebiet, was komplett infiziert ist. Und was haben wir hier? Hinterhaltcamp, Jäger. Okay, da könnte ich vielleicht einmal kurz hinfahren. Vielleicht, wenn wir schon auf dem Weg sind, warum nicht? Ich habe aber, warte mal, das sollte ich vielleicht nochmal kurz nachgucken. Wie war das? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Warte, wir steigen hier nochmal ab. Nochmal ab. Das war doch cool, genau. Kann ich hier nochmal Bolzen herstellen? Nein. Was brauche ich denn? Zedersetzling. Okay, da sollte ich vielleicht nochmal gucken, ob ich eventuell vielleicht... Ich bin auch überall leer geschossen. Das ist echt ein Problem. Ob ich eventuell hier vielleicht... Was finde? Oh, was ist das denn hier? Oh, was liegt hier? Ein Lappen. Oh, noch ein Lappen. Aha. Das ist doch ein Feuer. Interessant, aber gut, aber hier ist anscheinend... Wir bringen die Wahrheit ans Licht. Ich hab's kommen sehen. Das war Schieße. Na gut, aber hier ist anscheinend nichts. Dann werden wir... Gehen wir hier rauf. Ist ja wie so eine kleine schöne Brücke. Hier ist eine Kiste. Hattest du recht, Corp. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber nicht so, wie du dachtest. Ah, Munition, wie schön. Komm ich hier hoch? Nice. Was haben wir denn hier? Das brauche ich nicht. Wir haben hier Benzin, das können wir mitnehmen, das ist gut. Ist hier vielleicht noch mehr? Sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir nochmal wieder zurück zum Motorrad, können es auftanken. Wir haben jetzt ein bisschen Schuss für die Pistole und fürs Gewehr bekommen. Einmal nachfüllen. So, solange jetzt hier keine Wölfe kommen und ich höre auch, wenn ich der Meinung bin, habe ich gerade Hühner gehört. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass wir... dass die Nacht endlich vorbei ist. So, dann wollen wir mal losfahren. Auf geht's. Ja, typisch. Oh. Hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Das sollten wir mitnehmen. Was haben wir hier? Ja, das ist gut. Das können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Ach, die Bandagen haben wir schon aufgesammelt. Können wir hier drüben das noch mitnehmen? Jawohl. Kerosin. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh. Ey, ich muss aber anhalten. Denn ich glaube, dass mein... ziemlich... Genau, 27%. Da kann ich ein bisschen... Oh, warte mal, vielleicht haben wir hier... Oh, nicht schon wieder Wölfe. Ich bin weg. Da ist gar keine Lust drauf. Tschüss. Oh, die Sonne geht auf. Wir können da eigentlich mal hoch, können wir den Sonnenaufgang beobachten. Oh, wow. Dieses Spiel ist echt wunderschön.
Ist das ein Vulkan? Scheint so. Na gut, aber wir machen weiter. Hier eine Brücke. Ah ja, hier ist die kleine. Ach ja, die kleine Brücke. Ist schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, da will ich jetzt gerade nicht hin. Ja, kommt runter. Huch! Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt aber schnell. Was macht der denn da? Slalom? Na komm. Sollte ich mich auf jeden Fall gleich heilen. Wie weit ist der noch? 100 Meter. Wahrscheinlich sollte ich mich hier oben rechts auf dem Berg. Oh, guck mal. Da ist schon ein Scharfschütze. So, einmal heilen. Und einmal schnell speichern. Wir können erstmal nochmal reparieren. Nehmen wir einen kleinen Stunt hingelegt. So. Kann ich jetzt hier kurz speichern? Ich kann die speichern. Ah, die Gegner haben mich schon bemerkt. Naja, das ist natürlich nicht so schön. Mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Sehr schön. Aha. Achso, der hängt schon. Ja, die kommen jetzt. Die sind auf jeden Fall schon mal auf dem Weg hierher. Das ist doch schön. Gucken wir uns nochmal, ob wir den Sniper uns irgendwie von hier aus. Der ist da rechts. Hm. So, wo ist der Sniper? Ist er da oben? Gucken wir noch mal. Und. Fast leer. Guck mal! Wie? Wie könnt ihr da noch laufen? So. Da ist er ja. Ich habe auch nicht mehr viel Schuss. Ist okay. Ich sollte sie kommen lassen. Oh. Okay, vorrücken. Zum nächsten Schneid. Lauf. Die Frage ist natürlich auch, wie viele sind das, ne? Wie viele sind das? Oh. Okay. Oh. Lecker. Ja, komm. Wie? Du hast mich. Ah. Das ist eine schöne Position hier. Okay. So, komm. Nice. So, und du darfst jetzt auch deinen Kopf. Na komm. Komm hoch. Zack. Okay, das ist natürlich belohnt hier die Stelle. Zack. Oh, da hier nochmal. Und. Na. Ah. Und. Na komm. Na komm, schieß doch. So,
So, komm, komm hoch, zeig dich. Nice, und... Okay. Jetzt wird's knapp. Na, hier rüber. Munition sammeln. Wieso stehst du noch? Scheiße. Okay, ich muss kurz die Waffe wechseln. Lauf ruhig weg. Ich trotzdem. Na komm. Hier bin ich. Hier kann ich die Munition mitnehmen. Oh, das läuft doch gerade ganz gut. Mal gucken, ob er was er dabei hat. Oh, ein Medikit. Was hat er denn? Was hat er für einen Helm? Wollte er gerade eine Granate schmeißen oder was? Wollte er. So. Nein, nicht da in den Mülleimer. Oh. Das nehmen wir natürlich mit. Schöne Kamille. So, haben wir hier noch irgendwas? Schöne Munition oder so? Hier haben wir eine Karte. Magst du die bitte mitnehmen? Natürlich, geht nur von der Seite. Hier noch ein bisschen Schrott. Und gehen wir mal hier hoch. Da ist Munition. Das ist nice. Und hier ist noch eine Kiste, da wird auch Munition drin sein. Nee, Molotow nur. Ich brauche Muni. Endlich. Verdammt. So. Okay, hat er vergessen, wo wir sind? Das waren alle. Oh, nice. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, hä? Huh? Sehr schön. Dann können wir uns ja ganz entspannt looten. Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Ein Bunker? Hm. Oh, oh. Ah, einige Waffen sind so wirkungsvoll, dass sie mit einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Und wenn du die richtig aufstellst, kannst du mit Präzisionsgewehren oder anderen wirkungsvollen Waffen durch eine Reihe von Gegnern schießen, um maximalen Schaden zu erzielen. Wow. Wow. Es ist wieder der wilde Westen und manche sehr schön. Tun so, als seien Gesetze und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß, sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt. Okay, egal. Ich lasse die Armbrust mal hier. Ich glaube, ich könnte dann im Waffenschrank das wechseln. Ja, wir nahmen so, und holen wir mal einen Bunker. Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Mein, der Typ ist echt durch. Ein paar Schläger zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Jakob, nicht heute. Ich bin nicht in der Stimmung für deinen Schwachsinn. Nee. Ernsthaft nicht. So, wieso ist jetzt hier noch rot? Achso, genau, weil wir noch hier sind. Irgendwo, sagt er, ist hier ein Bunker und den suchen wir jetzt. Muss ja hier irgendwo eine Luke sein. Hm. Hat jemand aber ganz schön geblutet. Hm. Kann mir ja nur vorstellen, dass eigentlich der Eingang ja hier irgendwo bei diesem Haus ist einfach. Das ist so dieses... Es wirkt so, als wäre es... deren Haupthaus... Whatever. Musst du hier irgendwo, vielleicht außen? Hier ist noch Benzin für später, für das Motorrad.
Weiß nicht, kann man hier über die Mülltonne irgendwie rein? Kann man nicht. Gehen wir noch einmal gucken, ob hier irgendwo... Das sieht nicht so aus. Na gut, dann gucken wir mal weiter. Guck mal, da oben gehen wir nochmal rauf. Hier oben auf dem Berg. Und können wir zumindest looten. Verbände sind voll. Lappen sind voll. Was ist das? Eine kleine Spitzhacke. Macht ein bisschen mehr Schaden, aber die Haltbarkeit ist nicht so gut. Und ich würde sie trotzdem mitnehmen. Nahkampfwaffen können überall droppen. Achso, ja, das habe ich jetzt nicht komplett durchgelesen, aber ist ja nicht so wild. Die Lappen sind auch voll, aber hier ist auch kein... So, von da bin ich ja gekommen. Richtig? Richtig. So, was würde das ersetzen? Die AK, auf keinen Fall. Und hier geht's nicht weiter. So, da sind die kleinen Freaks, Freaker, Zombies, whatever. Was haben wir denn hier? Boah, das muss stinken. So, er hat gesagt, irgendwo muss hier ein Bunker sein. Er wird ja hier irgendwo... Na bitte. Ja, genau. Mit einem kleinen Messer. Na, dann mal rein mit dir. Oh, ich höre schon wieder Wölfe. Richtig Lust. Wieso ist hier nix? Hauptsache einmal Handschuhe. Radio. Ein Bett. Oh. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Nice. Sehr schön. Herstellungsrezept. Ausdauerkette. Cool. Zum Bauen. Oh, ja. So. Ah, da ist ein Waffenschrank. Sehr schön. Kann ich jetzt hier auch irgendwie schlafen? Nein. Aber ich kann hier mal reingucken. Das Gute ist, die Armbrust ist hier. Sie geht mir nicht verloren. Und hier ist eine... Aber kann ich irgendwie hier Waffen reinlegen oder so? Weiß ich irgendwie nicht. Weil ich hätte ja eine AK. Aber irgendwie keine... Egal. Ist das so. Wir gucken, ob wir vielleicht hier noch irgendwie ein bisschen Loot finden. Aber hier scheint ja gar nichts zu sein. Also nur diese Karte. Hier könnte ich schlafen, aber draußen ist Tag. Aber hier ist echt nichts. Nichts an Essen. Hier sind ein paar Gasflaschen. Aber ansonsten nichts. Gut, laden wir mal kurz durch hier. What? Was war das? Na gut, aber was soll's. Ich würde sagen, die Mission haben wir geschafft und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend. Wer weiß, wie spät es gerade bei euch ist. Macht es gut.